Eins, zwei, drei. Sehr gut, und bitte noch einmal ohne 1, 2, 3 zu sagen. Hast du gesagt bis 13? Ja, aber still. Die Simpsons, großartig. Ja. Großer Fan. Ich habe übrigens alle, oder nee, also ich habe bis, ich glaube Staffel, wo sind wir gerade, 25? Die gibt's noch nicht. Bis Staffel 12 habe ich die Dinger alle zu Hause. Ich habe ihm sogar schon welche zum Geburtstag geschenkt, hatte er aber dann schon. Passiert. Hatte ich schon. Also wir sind große Simpsons Fans, wir haben die auch schon im Tourbus rauf und runter geguckt. Und also diese Familie hat die Welt verändert. Ja, und das Geile ist bei Simpsons einfach auch, dass, ich glaube, die Amis selber raffen es gar nicht, aber es ist halt so großartige Gesellschaftskritik aus Amerika himself, also aus einer Serie, aus einem Comic heraus, und auch bei den Amis ja ein Riesenhit, ne, die Simpsons. Und ich finde das super, weil das sehr unterschwellig großartige Selbstkritik ist. Ja, und außerdem sind ganz viele Bands und Künstler bei The Simpsons. Ja. Vielleicht wäre das mal ein Traum von uns, Boss da auch mal da stattzufinden. Ja. Bei Moe's, in Moe's Taverne, mal einen Gig zu machen. Lieber Geld bei den Simpsons als Hepatitis. Was ist das denn? Bademantel? Nee. Kimono? Warte mal, halt mal. Ach du Scheiße, was ist das denn? Little Dragon. Hat irgendeiner. Das ist Ninja oder was? Ninja. Stand irgendwo, dass wir mal Judo oder Karate gemacht haben als Kinder? Hast du? Ich hab mal Judo gemacht. Stimmt, du erzähltest davon. Geil. Ich war besonders gut in der Bodentechnik. Beim Rumliegen, meinst du? Ja. Da gab's diese Kesakadam, Katakadam, Kamishiokadam, Yokoshiokadam. Was ist los? Hast du viel getrunken gestern? Das sind ja auch das. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder was, ob das damit zu tun hat. Hast du mal Kampfsport gemacht, neben Kampftrinken? Auf keinen Fall. Ich war im Schwimmen als jugendliches Kind. Schwimmen? Schwimmen. Auch süß. Aber nicht mit so Anzügen. Ja, ich war auch nicht mit so Anzügen im Judo. Aber der wäre geil. Ja. Finde ich gut. Guck mal, sogar original der Knoten richtig gemacht. Da hat jemand richtig gestöbert, ey, und überlegt, ne, was da los ist bei uns. Orangener Gürtel. Ja. Das ist ja nicht mal ich. Ich hab doch was vergessen. Truckstop. Mensch, ja. Wir haben eine LP im Studio an der Wand hängen. Das stimmt. Ist natürlich so, ne? Ich meine, Truckstop. Warum gebt ihr uns das? Weil immer die Leute immer alle nur über Klischees nachdenken können. Seit es Bosshaus gibt, gibt es immer die Assoziation, ihr seid die echte deutsche Country-Band nach Truckstop. Ja? Habt ihr die mal getroffen? Wie findet ihr? Findet ihr die super? Ja, wir finden die 30 voll okay. Jahre Truckstop. Also wir haben die auch getroffen. Wir haben auch mit denen am Tresen gesessen und uns unterhalten. Wir haben auf einer Bühne mit denen gestanden. Haben wir? Naja, die waren nach uns dran. Die waren Headliner. Damals. Ja, ist halt, also ist völlig in Ordnung, aber es ist natürlich immer so ein bisschen B. Coole Jungs. So, ne, in den einen Topf geworfen zu werden. Wir haben musikalisch nichts gemeinsam. Aber guck mal, da geht's gar nicht um Truckstop, sondern da ist auch Tom Astor, Bellamy toll. Brothers, Gunther Gabriel, unser Kumpel ist drauf. Stefan Raab. Der macht auch alles. Naja, wilde Westen. Die kannst du aber wieder haben, auf jeden Fall. Ein Unterhemd, Wifebeater. Oh, da fühle ich mich doch gleich wie zu Hause. Bisschen breit, wa? Bisschen breit. Wer hat das denn mitgebracht? Weiß nicht, aber ist es von dir? Hast du für zu Hause mitgebracht? Ein Wifebeater. Aber unsere Berufsbekleidung. Ja. Sozusagen. Hier, wa? Riecht aber ein bisschen, wo habt ihr denn das her? Das ist nicht von uns irgendwie, oder? Nee, es riecht nicht. Das ist nicht auf keinen Fall. Ach, Hank Williamson, unser Harpspieler, würde da reinpassen vielleicht. Obwohl nicht mehr, der macht jetzt Sport. Ja,
Aber auf jeden Fall unser liebstes Bekleidungsstück. Also meins definitiv. Es gibt nichts Praktischeres und Kleidsameres für den Herrn, finde ich. Ne? Wenn man sich das leisten kann, natürlich. Aber ist geil. Und Bosshaus und Doppelripp ist auf jeden Fall eins. Ein Radiergummi. For big mistakes. Um seine Schandflecken auszuradieren, oder was? Hm. Ich brauch sowas ja nicht. Ich auch nicht. Aber gut, so bring ich meine Tochter mit. Wo die braucht es auch nicht. Du musst ja zurückgeben. Stimmt. Big mistakes. Zum Glück sind wir verschont von dem bisher. Ja. Big mistakes machen wir nicht. Und wir hatten mal einen scheiß Manager, der hat uns abgezogen. Das war ein Mistake im Nachhinein. Den haben wir auch ausradiert. Ja. Definitiv. Der da liegt, ist nichts mehr. Mit einbetonierten Füßen am Grund von der Spree, ja, ist er jetzt zu Hause. Big mistake. Don't mess with Bosshaus. Korrekt. Können wir den behalten? Auch nicht, ne? Da trifft man ja öfter mal Leute, denen man so einen Radierer anbieten muss.